So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Und zwar zu Max Payne 3, die Premium Edition. Und ja, ich weiß, Max Payne 3 ist eigentlich von 2011 und wir haben jetzt erst schon 2013. Aber ich hatte euch es ja versprochen, ich habe es mir jetzt heute gekauft. Und da haben wir es, Max Payne 3 als Premium Edition. Da seht ihr es, für Xbox 360 beinhaltet Spiel plus Deadly Force Burst sowie Original Max Payne Multiplayer Charakter. Ja, das ist nämlich sozusagen der Zusatz der Premium Edition. Ja, Singleplayer und Multiplayer, und ich lese mal kurz vor. Die tragischen Ereignisse, die ihn vor Jahren seiner Liebe beraubten, haben bei Max Payne unheilbare Wunden hinterlassen. Er ist aus dem Polizeidienst ausgeschieden und aufgrund seiner schweren Alkohol- und Tablettensucht körperlich am Ende. In der Hoffnung, seine schmerzhafte Vergangenheit hinter sich lassen zu können, nimmt Max seinen Job als Sicherheitsberater der Familie des reichen Immobilienmoguls Rodrigo Branco in Sao Paulo an. Die Situation gerät schnell außer Kontrolle und Max findet sich alleine in den Straßen einer fremden Stadt wieder, auf der verzweifelten Suche nach der Wahrheit und in einem erbitterten Kampf um einen Ausweg. Ja, hier seht ihr es, Max Payne 3, Rockstar Games. Und ja, was wäre Max Payne ohne das Spiel? Ja, hier übrigens wunderschöne Papphülle. Und hier haben wir die Originalhülle, da steht noch mal hinten dasselbe drauf, mit dem ganzen Geblubber, Gelabber. Ja, und was haben wir hier? Wir haben hier zwei CDs. Zum einen haben wir hier Singleplayer, da haben wir den ersten Teil des Spiels, also den sozusagen die ersten Missionen, und den Multiplayer-Modus, und noch eine zweite CD, wo dann sozusagen der zweite und der dritte Abschnitt des Spiels drauf ist. So, dann ja, erwartet uns noch typisch Papierkram, und ja, wie soll es auch anders sein bei Rockstar Games, es ist alles bunt. So, hier haben wir einmal einen Max Payne 3 Rockstar Pass, womit wir günstiger DLCs runterladen können. Dann die Max Payne 1 Multiplayer Figur, die in der Premium Edition dabei ist. Und einmal das DLC, beides zum Downloaden, beides kann ich nicht verwenden. Und ein schönes Handbuch mit einer schönen Rückseite. Und ja, wie ihr seht, alles in bunt, Rockstar typisch. Warte, ich kann das ja mal durchblättern. Also hier haben wir Inhalt, Steuerung. Ich habe gerade, glaube ich, was überschlagen. Genau, wie alles begann. Steuerung, Bildschirmanzeigen, Feuergefechte, Multiplayer, Fortsetzung Multiplayer. Bilde Cruise in Max Payne 3. Führe sie fort in Grand Theft Auto 5. Da haben wir schon gleich ja, eine Anspielung auf das Crossover, was in dem auf das Cruise Crossover, was man in GTA 5 später haben wird, was ja am 17. September erscheint. Und ja, sonst haben wir hier ein schönes Artwork, hier ein paar Rechtshinweise, noch mehr Rechtshinweise und die Rückseite. Ja, was ich dazu sagen werde, wo wir gerade bei GTA 5 sind, es wird zwar die Videopause kommen im September, aber trotz Videopause werde ich dazwischen ein Unboxing zu GTA 5 machen, halt deswegen, weil es muss einfach sein, auch wenn Videopause ist, ich werde ein Unboxing zu GTA 5 machen. Und ja,
Die haben jetzt auch mehr Speicher zum Aufnehmen. Ich habe mir ein 32 GB Stick geholt. Schön zum Auf- und Zuschieben. Und ja, damit könnten wir dann auch endlich ab dieser Woche GTA 4K Mod Vorstellungsvideos machen, weil ich werde gleich nach diesem Video hierauf noch GTA 4 installieren und gucken, wie gut sich das aufnehmen lässt. So, damit bin ich wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Ciao. Ach ja, und immer schön ein Like geben. Also, tschüss.